Wir haben uns bei der Tagung überlegt, dass wir nicht ohne einen Ausblick enden durften, einen Ausblick im Hinblick, was wird und angesichts der Krise und der Situation, was wird praktisch gemacht. Und da wir uns jetzt in Deutschland befinden, wie sieht es in den deutsch-griechischen Beziehungen aus? Was wird auf praktischer Ebene, auf institutioneller Ebene, was gibt es für Projekte, für Zusammenarbeiten? Dafür haben wir und was muss gemacht werden? Nicht nur was wird, aber wo muss auch gemacht werden? Wo müssen die Grundlagen gelegt werden? Was für Projekte gibt es in der deutsch-griechischen Zusammenarbeit? Dafür haben wir drei Redner gewinnen können. Auf meiner Linken, seine Exzellenz, den Botschafter Griechenlands in der Bundesrepublik und mit Sitz in Berlin natürlich. Auf meiner Rechten die grüne Bundestagsabgeordnete Viola von Kramon, die sich in diesen deutsch-griechischen Beziehungen auch sehr hervorgetan hat. Und auf meiner Linken den Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Thessaloniki. Der hat eine besondere Rolle in diesem Fall auch gespielt und der wird uns auch erzählen können, was auf dieser Ebene stattfindet. Ich würde zunächst, wir werden danach eine kurze Fragerunde machen und das Ganze, sagen wir so, in einer Dreiviertelstunde beenden. So, ich freue mich, dass Viola bei uns ist. Viola von Kramon, da ist die außenpolitische Sprecherin oder für europäische Angelegenheiten der Bundestagsfraktion der Grünen im Bundestag. Sie war in den letzten zwei Jahren, glaube ich, des Öfteren in Griechenland und hat auch ein Papier zusammen mit anderen Bundestagsabgeordneten der Fraktion verfasst und dort benannt, in welchen Bereichen die Zusammenarbeit, in welchen Feldern es nötig ist, diese Zusammenarbeit zu intensivieren. Viola, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Olga. Vielen Dank an Sie, dass Sie so tapfer waren, hier nochmal eine weitere Session mit uns durchzuhalten, ein bisschen zu diskutieren, zuzuhören und zu schauen, in welche Richtung wir diese deutsch-griechischen Beziehungen weiter ausbauen können, an welchen Stellen wir zusammenarbeiten können. In der Tat haben wir Grünen uns relativ früh schon Gedanken gemacht über die Situation in Griechenland, kurz nachdem Papandreou angekündigt hat, nach seiner Wahl im November 2011, dass er ein Problem hat, dass er ein Schuldenproblem hat. Und wir waren relativ schnell der Meinung, dass das, was anschließend über die Bundesregierung zunächst lanciert wurde, was dann auch innerhalb der Europäischen Kommission, innerhalb der Europäischen Union lanciert wurde, die Austeritätsprogramme, die dann natürlich begleitend vor allen Dingen vom IWF dann auch installiert wurden, die zunächst von einer großen Mehrheit der Griechinnen und Griechen auch mitgetragen wurden, die ersten drei Runden, dass das allein nicht ausreichen wird. Dass das vor allem nicht ausreichen wird, weil natürlich wieder eine herkömmliche Wachstumsstrategie dem Ganzen zugrunde liegt, beziehungsweise eben keine Strategie, sondern sozusagen die Möglichkeit, einseitig zu sparen, aber ohne wirklich echtes Wachstum zu generieren. Das sieht man ja auch jetzt und das haben Sie wahrscheinlich heute in den diversen Runden auch schon hinreichend diskutiert. Das heißt, wir haben zunächst mal versucht, überhaupt Ansatzpunkte zu finden, weil als ich das erste Mal in Griechenland war, Herr Knapp weiß, dass das war im Februar 2010, waren die deutsch-griechischen Beziehungen das erste Mal durch die diversen Medienkampagnen komplett zerrüttet. Es war also nicht so ganz einfach. Ich wurde zwar mehr oder weniger mit offenen Armen
zusammen aufgenommen, aber natürlich auch einen Kanal zu finden, um zu sagen, es sind nicht alle Deutschen der Meinung, dass ihr die Inseln verkaufen sollt, und es sind auch nicht alle Deutschen der Meinung, dass das allein eure Schuld ist, in welchem Desaster ihr euch befindet, sondern dass es einfach auch strukturelle Ungleichgewichte gibt, die wir gemeinsam angehen müssen und wo es nicht einen Schuldigen und einen gibt, der sozusagen den Plan hat, wie es weitergehen muss. Und ich denke, das war ein guter Ansatz, und wir haben auch versucht, bei dem nächsten Besuch darauf aufzubauen, zu sagen, wir müssen Felder identifizieren, gemeinsam mit den Griechinnen und Griechen vor Ort. Wir müssen die Menschen ermuntern, dass es nicht ein Lehrer- und Schülerprinzip geben kann, sondern dass das nur in einer echten Partnerschaft passieren kann. Das haben wir weiterentwickelt, versucht bei uns in der Fraktion eben die Punkte, die uns Grüne natürlich wichtig sind, um den Green New Deal herum zu erarbeiten, wo es, das ist wahrscheinlich auch heute schon mehrmals besprochen worden, natürlich um die erneuerbaren Energien geht. Wir wissen, in den letzten Wochen gab es innerhalb der Europäischen Kommission viele Diskussionen um mögliche Iran-Sanktionen. Es gab ein Veto, und das kam immer aus Griechenland, weil insbesondere Griechenland stark abhängig ist vom iranischen Öl, sowohl für den Import, aber auch für den Export. Viele Inseln leben vom Import des iranischen Öls und sind allein abhängig. Das heißt, auch geostrategisch, auch politisch natürlich, ist es extrem wichtig, diesen Inseln, vielen Regionen und Provinzen in Griechenland Alternativen aufzuzeigen, die es ja gibt. Ja, es gibt Wasser, es gibt Entsalzungsanlagen, es gibt Sonne, mehr als genug, mehr als in Deutschland. Also warum fangen wir nicht an der Stelle wirklich eine Strategie zu entwickeln mit europäischen Geldern, die derzeit nicht abgerufen werden, um daraus ein Konzept zu entwickeln, was mehr ist als nur Straßen bauen und Brücken bauen und das alte konventionelle Wachstum, was wir bisher möglicherweise generiert haben, was aber wirklich nicht nachhaltig ist. Das war unsere Idee, als wir das kleine Papierchen geschrieben haben im Juni 2011. Wir sind weitergegangen, wir haben gesagt, wie können wir vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger stärker einbinden, also diesen partizipativen Ansatz, den wir Grünen ja seit der Gründung hier in Deutschland, in anderen Ländern Europas versuchen zu implementieren, dass wir sagen, wir sind nur eine starke Bewegung, wenn wir von unten kommen und wenn wir unsere Ideen auch wirklich über die Räte, über die Stadträte, über die Gemeinderäte, über die Landkreise auch in die Bevölkerung tragen und das eben dann am Ende auch mit der Wirtschaft verflechten. Und da habe ich bei meinem letzten Besuch in Griechenland, da gab es jetzt ja in den letzten, weiß nicht, 2-3 Wochen, einmal auf Arte, dann auf ZDF, diese Dokumentation, die ich am Ende nicht so richtig gelungen fand, aber da war der Anlass gewesen, unser Europäischer Ausschuss hatte eine ganz normale Delegationsreise geplant. Und wir hatten eigentlich diverse Termine bei Ministerien, die dann teilweise abgesagt wurden. Einiges haben wir dann noch wahrnehmen können. Aber darüber hinaus hatten glücklicherweise die griechischen Grünen ein Panel geplant, ein Diskussionspanel mit dem neuen Bürgermeister Athens. Und das, muss ich sagen, war eine ganz andere Qualität der Diskussion. Da kamen junge Menschen zusammen, da kamen Künstler zusammen, da kamen Intellektuelle zusammen. Aber ich auch wirklich hochgradig angetan von diesem Bürgermeister, der eine ganz andere Politikerpersönlichkeit verkörperte. Und jetzt hatten wir, Herr Botschafter wird das vielleicht gleich noch berichten, in der letzten Woche den neuen Bürgermeister aus Thessaloniki hier im Bundestag, ebenfalls eine wirklich vertrauenswürdige Persönlichkeit. Mit solchen Persönlichkeiten etwas Neues aufzubauen auf kommunaler Ebene, das muss unser Ansatz sein und das müssen wir versuchen. Wir müssen versuchen, natürlich über eine Verwaltungsreform mehr Spielräume auf kommunaler Ebene zu schaffen. Die gibt es im Moment nicht. Es gibt kein Haushaltsrecht, es gibt kein Budget, Recht. Es gibt kaum Ausschüsse, wo überhaupt gewählte Mitglieder der Räte mitarbeiten können, geschweige denn irgendwelche Bürgerinnen und Bürger oder kompetente NGO-Vertreter. Da gibt es eigentlich überhaupt gar keine partizipativen Ansätze. Das sind Möglichkeiten, glaube ich, wo wir nicht nur als Grüne, sondern auch als Politiker insgesamt dort wirken können. Und ich habe den Eindruck, dass man in Athen auf jeden Fall, in Thessaloniki, das wäre
werden wir gleich noch hören, aber auch in anderen Provinzen, wenn wir den Raum schaffen, wenn wir die Möglichkeit der dezentralen Machtverteilung stärken, dass wir da ganz neue Potenziale auch für die Leute, die sicherlich nicht lethargischer sind als die Menschen hier in Deutschland, auch eröffnen. Und das ist dann auch, wenn es die Enttäuschung mit der nationalen Politik gibt, teilweise leider auch mit der europäischen Politik, dass es über diese vielleicht neue Bewegung, nicht nur grüne Bewegung, aber über eine neue Bürgerbewegung dann auch zu machen sein wird, dann vielleicht in Form von Nachbarschaftsprojekten, von kommunalen Partnerschaften in Zusammenarbeit mit Deutschland, Zusammenarbeit mit anderen Ländern da etwas zu erreichen. Ich gerne auf Nachfrage auch mehr, aber ich denke, wir wollen erstmal alle zu Wort kommen lassen. Erstmal habe ich eine Nachfrage. Ich habe nämlich diese Dokumentation auch gesehen, die du im ZDF jetzt erwähnt hast. Und da habt ihr an einer Stelle, das waren deutsche Abgeordnete aus dem Bundestag, die nach Griechenland gegangen sind und dort Gespräche geführt haben. Da wart ihr sehr skeptisch und du insbesondere hast dich sehr skeptisch über das Klima, die Begegnung von griechischer Seite euch deutschen Abgeordneten gegenüber geäußert. Da wollte ich nachhaken, zumal es in der griechischen Presse auch Berichte und sehr, sehr sarkastische, ironische Artikel im Hinblick mit dem, unter der Überschrift "Die Deutschen kommen wieder". Und das erweckt natürlich viel Ressentiments und hast du so ein Klima auch begegnet oder worauf bezog sich deine Skepsis über das, was ihr dort erlebt habt? Also ich muss sagen, wie gesagt, bei den ersten Besuchen, sowohl im Parlament als auch in Griechenland, bei anderen Institutionen, hatte ich den Eindruck, dass es eine Art von Reflexion gab und dass es durchaus möglich war, auch mehr als eine Binnensicht einzunehmen. Bei unseren parlamentarischen Kollegen Anfang November war es fast ausgeschlossen, auch nur den Hauch von Reflexion zu erwecken. Also das war wirklich sehr schwierig, mit ihnen über auch die Situation in der gesamten Europäischen Union zu sprechen, auch über die Situation in Griechenland hinaus. Und wir waren alle durch die Bank wirklich frustriert über das Niveau der Unterhaltung. Also mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Nichtsdestotrotz habe ich in meinem Beitrag beim ZDF oder bei Arte gesagt, dass wir zunächst einmal eine europäische Solidarität mit Griechenland brauchen. Das ist weggeschnitten worden. Und dann sind halt diese Schnipsel übrig geblieben, wo ich dann sage, dann überweisen wir das Geld eben nicht. Das bezog sich aber eher auf die Situation, dass wenn es nicht gewünscht ist, dass wir als Deutsche in irgendeiner Form helfen, ja, also auf partnerschaftlicher Ebene helfen, dann bleibt am Ende natürlich, was sollen wir tun? Also wie wollen wir sozusagen interaktiv miteinander kommunizieren, wenn wir gar nicht mehr gewünscht sind? Und das war ein bisschen schwierig zu vermitteln. Natürlich will ich nicht, dass wir das Geld nicht überweisen. Das wäre das absolut Letzte. Danke, Viola. Herr Botschafter, was meinen Sie dazu? Und Sie haben ja täglich fast, wenn ich das richtig höre, Delegationen aus Griechenland, ob Abgeordnete, Bürgermeister oder Unternehmensdelegationen bei sich zu Besuch, die Sie auch durch die Institutionen hier führen und begleiten müssen. Man hat den Eindruck, das ist ein sehr reger Austausch zurzeit auf vielen Ebenen. Erzählen Sie uns, wie Sie das erleben und auch vielleicht auch auf dieses auf dieses Klimatische, sagen wir so, zwischen den beiden Parteien. Vielen Dank, Frau Rauschow. Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei der Heinrich-Böll-Stiftung und der Freien Universität Berlin ganz herzlich bedanken. So ist das? Ja, ganz herzlich bedanken für diesen Anlass, diese Möglichkeit, mich an euch zu wenden. Es ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Die Chinesen sagen immer, beware of interesting times. Challenging, interesting, difficult times, whatever. Man muss aber die Sachen sehr ernst und konsequent folgen, wenn man wirklich positive Resultate haben werden. Griechenland
wie alle, Sie alle wissen, leidet unter der schwersten Wirtschaftskrise der letzten Jahrzehnte. Die Zeit, wo wir uns befinden, jetzt ist entscheidend. Entscheidend für die Zukunft des Landes. Aber nicht nur des Landes, sondern Europas im Ganzen. Man muss nicht vergessen, dass Europa ist stark, so stark wie alle ihre Mitgliedstaaten. Man kann sich nicht vorstellen, von einer Kette, die schwache Glieder hat. Also man muss all das in Kauf nehmen, wenn man über Maßnahmen spricht, die ein Mitgliedstaat, europäisches Mitgliedstaat, stärken muss. Man hätte etwas mehr gedacht, was sind die Ursachen der Krise. Viele und sehr leichte Interpretationen haben sie sich gegeben. Griechenland ist eine ganz kleine Wirtschaft im Vergleich mit dem ganzen Europas. Deswegen höre ich immer etwas mit Zurückhaltung Positionen, wo steht, dass Griechenland wird Europa zerstören oder sowas. Es ist ein ganz kleiner Teil der europäischen Wirtschaft. Aber die Ursachen sind sicher. Einerseits die Überschuldung des öffentlichen Sektors in Griechenland auf die einheimische Ebene, aber auch auf die internationale und europäische Ebene. Eine mangelnde Regulierung des globalen finanzwirtschaftlichen Systems und die unzulängliche Politikgestaltung in der Eurozone. Das, was man auch europäische Regierung, ökonomische Regierung nennt. Also die Regression der griechischen Wirtschaft spiegelt zum großen Teil ihre niedrige Wettbewerbsfähigkeit wider. Niedrige, das ist eine sehr komplizierte Frage, warum das so ist. Es gibt viele Gründe, viele Faktoren, geografische, historische, eine Mischung von all diesen Faktoren sind das, wo wir die uns hier geführt haben. Hauptsache ist, wie wir von dieser Krise rausgehen werden. Sie haben bestimmt viele leichtfertige Vorwürfe gehört gegenüber Griechenland. Ich habe viele während des letzten Jahres, wo ich mich hier befinde, wo ich hier tätig. Na ja, heute haben wir auch seriöse. Ja, kein Problem. Also man hat viele Vorwürfe in Bezug auf den Arbeitswille der Griechen. Also ich habe mal gesehen, man hatte mir gezeigt ein Foto von einigen Fischerleuten, die einen Kaffee tranken um 9 Uhr morgens oder 10 Uhr morgens. Und man hatte mir gesagt, ach wissen Sie, Sie sehen diese Leute, die einen Kaffee trinken, anstatt zu arbeiten. Aber man hatte nicht gedacht, dass diese Leute während des ganzen Nachts arbeiteten und dann das war die Ende ihrer Arbeit. Also sie hatten es gewonnen. Wenn man auch einen Blick wirft auf Statistiken, man sieht, dass die Wahrheit unterschiedlich ist. Ein Grieche zum Beispiel hatte 2000 im Durchschnitt 2120 Arbeitsstunden geleistet. Deutsche 1390 und Franzose 1550. Damit will ich nicht sagen, dass ein Grieche doppelt so viel arbeitet oder so. Das sind viele Umstände. Die Situation ist unterschiedlich in jedem Land, in jeder Arbeit. Also man kann das nicht so messen. Es hat in Griechenland neulich sehr viele und sehr wichtige Anpassungsprogramme und Maßnahmen getroffen. Maßnahmen, die sehr hart sind. Hätte man, und es tut mir leid, das zu sagen, solche Maßnahmen hier in Deutschland oder in Frankreich oder in Großbritannien, solche Maßnahmen hier getroffen, ich bin nicht sicher,
dass die Reaktion der Leute so zurückgehalten wäre oder so so wäre, wie es in Griechenland ist. Man muss all das in Kauf nehmen. Sehr viele, wie ich sagte, und sehr starke und schwierige Maßnahmen sind getroffen. Wenn man überlegt, wie stark die Gehälter gekürzt worden sind, um die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Unternehmen zu unterstützen. Aber das ist nicht die Lösung. Es gibt alle andere Faktoren, aber man hätte das auch treffen müssen. Aber man muss auch überlegen, wie viele Leute jetzt überleben können. Das ist eine ziemlich schwierige Situation. Und das führt zu einer Verschlechterung des Lebensniveaus, des Wohlstands des Volkes. Und das ist etwas, was man in Kauf nehmen muss und es mit Respekt sehen. Ich brauche nicht jetzt alle diese Maßnahmen zu erklären, die in Griechenland getroffen sind, um die Krise zu bewältigen. All das sind bekannt, aber ich bin bereit, wenn Sie nachher wollen, das etwas mehr zu analysieren. Sie haben erwähnt, dass eine große Anzahl von Gesprächen, Besuche, Delegationen hier in Deutschland kommt. Nicht nur in Deutschland, aber deutsche Delegationen auch nach Griechenland. Also es gibt ein sehr großer Kontakt. Das ist gut. Das ist ein durchaus positive Nebenerscheinung der Krise. Das ist die Vertiefung und die Erweiterung der Arbeitsfelder der deutsch-griechischen Zusammenarbeit. Man hätte das vom Anfang an nicht so sich vorstellen können, dass wir so weit gehen würden. Es hat immer sehr tiefe Zusammenarbeit und sehr enge Kontakte gegeben zwischen Deutschland und Griechenland. Botschafter Schultheiß ist Zeuge dafür, der frühere Botschafter in Athen. Er hatte auch sehr, sehr stark in den früheren Jahren zusammengearbeitet. Aber das ist ein natürliches, ein normales Resultat der Krise, dass man engere und mehrere Kontakte hat. Beiden Seiten, Berlin und Athen, Deutschland und Griechenland, ist bewusst geworden, dass die Bewältigung der Krise nicht allein mit steuertreibenden Maßnahmen oder Maßnahmen zu erreichen ist und dass diese Maßnahmen zur Rezession führen werden, wenn sie nicht von Wachstumsmaßnahmen begleitet werden. In diesem Rahmen entstand eine engere deutsche-griechische Partnerschaft-Zusammenarbeit zu gründen. So im März 2010, also fast vom Anfang an der Krise, entstand so eine Idee, eine engere Zusammenarbeit auf Regierungsebene zu zielen. Diese intergouvernementale Kooperation hat ein großes Potenzial für positive Ergebnisse. Zahlreiche Kontakte haben im vergangenen Jahr stattgefunden. Ich kann eine Reihe davon erwähnen, ich brauche es nicht. Das Treffen des Niveau des stellvertretenden Außenministers, auf Premierminister- und Bundeskanzlerebene, eine Reihe von solchen Kontakten. All das hat sehr oft mit
in großer Anzahl von März 2010 bis vor kurzem auch stattgefunden. Und in der nächsten Zeit wird eine neue Kontaktrunde der deutschen griechischen Partnerschaft mit Vertretern beider Regionen, diesmal in Athen. Ich kann auch erwähnen, die Kontakte im Bereich der Wirtschaft mit der Initiative des BDI, die Bemühungen der beiden Wirtschaftsministern, Rösler und Chrysochoidis, den Rahmen für neue deutsche Investitionen in Griechenland zu verbessern. In diesem Rahmen, also um ein kleines Beispiel, aber sehr wichtiges Beispiel zu erwähnen, ist die zukünftige am 6. Februar Organisation von der griechischen Botschaft hier und dem Bundestag mit dem Tourismusausschuss im Bundestag ein Tourismusforum, um die Kooperation in diesem Bereich voranzutreiben. Was bedeutet eine Zusammenarbeit im Bereich des Tourismus? Warum ein Tourismusforum? Es klingt etwas komisch, wenn man überlegt, ein Tourismus, also es weist nach Urlaub. Nein, es ist nicht so. Tourismus ist eine der wichtigsten Industrien, sagen wir, in Industriebereichen in Griechenland. Es geht und es interessiert fast alle Schichten der Gesellschaft. Landwirtschaft, Services, alles ist, wird, da, wird, wird, wird von, diese, von diese, diesem Bereich betroffen. Man hat aber auch festgestellt, dass diese Kooperation auf Regierungsebene zwischen Behörden nie unzureichend ist. Ist sehr nützlich, aber eindeutig unzureichend. Wenn sie nicht gleichzeitig von einigen anderen Bereichen unterstützt wird. Das ist eine, zum Beispiel die Zusammenarbeit auf der Ebene der kommunalen Selbstverwaltung. Kooperation zwischen Behörden ist eine gute Sache, aber man braucht auch die Kooperation auf kommunale Selbstverwaltung. Zweitens, Zusammenarbeit auf der Ebene der Wirtschaftsträger und Unternehmen, die reale Wirtschaft. Drittens, die Ermutigung und Förderung von Investitionen. Man kann nicht vorangehen, man kann nicht einen Fortschritt haben, wenn man keine Investitionen hat. Und das ist, wir leben nicht mehr in einer Isolierung, wir leben in einer globalen Wirtschaft, also das ist unheimlich wichtig. Nach gemeinsamen Beschluss startete der komplementäre Prozess auf der Ebene der Städte und Kommunen, wie ich sagte. Die Bundeskanzlerin ernannte Staatssekretär Fuchtel, Sie haben es das bestimmt gehört, als Beauftragten für diese anspruchsvolle Aufgabe. Diese Kontakte verdichten sich in diesem Rahmen. Wie Sie erwähnten, vor einer Woche war hier eine Delegation von der Stadt Thessaloniki unter dem Bürgermeister Butaris, sehr bekannt von Wein. Produzenten zu Gast in Deutschland, um konkrete Zusammenarbeitsfelder und mögliche Projekte zu prüfen. Das ist wirklich, das war sehr, sehr interessant, dieser Kontakt. Man hat gesehen, was für Möglichkeiten für Zusammenarbeit gibt, und wir sind sehr optimistisch, dass das zu konkreten Resultaten führen wird. Aber wir müssen feststellen, dass wir nicht viel Zeit übrig haben. Wir müssen Deutschen und Griechen mit zügigen Schritten voranbringen, vorangebracht werden, wenn wir wollen, dass sie all diese Bemühungen dazu beitragen sollen, dass Griechenland in absehbarer Zeit positive Wachstumsraten schreibt. Wenn man bedenkt, wie viel unsere Länder verbindet,
sollte diese Zusammenarbeit selbstverständlich sein. Sie wissen das, Herr Botschafter, dass, und ich beschränke mich nur auf die Größe des in Griechenland ansässigen Goethe-Instituts, wie viele Leute Kontakte mit Deutschland haben und wie viele Leute sich interessieren, Kontakte mit Deutschland zu haben. Und das ist nicht nur eine Reaktion der Leute jetzt wegen der wirtschaftlichen Position Deutschlands. Das ist eine Tradition in Griechenland. Es gibt eine unheimlich große Anzahl von Schulen, wo Deutsch als zweite Fremdsprache in ihr Schulcurricula ausgewählt ist, als Zeichen der Interesse der Leute für weitere Verbindung. Aber das ist nicht nur das. Wenn man überlegt, die traditionellen Kontakte Griechen und Deutschen im Rechtswesenbereich, das ist eine Tradition von über 200 Jahren. Alle Juristen, also die große Anzahl von Juristen, haben engste Kontakte mit Deutschen. Unser juristisches System ist am nächsten zu den Deutschen. Und das ist für das hat seine Begründung zu historischen traditionellen Gründen. Handel, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Die Handelsbeziehungen. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner, sowohl was Importe als auch was Exporten betrifft. 144 deutsche Unternehmen, es kann klein klingen, aber für Griechenland ist ziemlich groß, werden in Griechenland vertreten, was ungefähr 40.000 Angestellten bedeutet. Eine kleine Nummer von deutsche-griechischen Gesellschaften sind in Deutschland tätig, aber wir sind optimistisch, dass das weitergehen wird. Ich habe einige Punkte erwähnt, aber das sind nicht nur diese Bereiche. Es gibt auch neue Tätigkeitsbereiche oder Unternehmensbereiche, wo wir versuchen, uns zusammen weiterzugehen. Es hat zum Beispiel ein Projekt neulich gegeben, was sehr interessant für die deutsche-griechische Zusammenarbeit ist, was Energie und erneuerbare Energie betrifft, dieses Helios-Projekt. Es hat Leute gegeben, die sich kritisch diesem Projekt gegenüber sich geäußert haben. Jeder kann seine Meinung haben, aber eins ist wichtig und dass das öffnet und bietet viele Möglichkeiten für Zusammenarbeit zwischen Griechenland, griechische und deutsche Unternehmen, zwischen Griechenland und Deutschland und zwischen Nord- und Südeuropa. Und all das sind sehr wichtige Bereiche. Ich wollte noch einen kleinen Punkt erwähnen. Große Bemühungen haben sie sich getroffen. Sehr viele und wichtige Opfer sind von Leuten in Griechenland getragen. Wir haben bereits die Hälfte der Strecke hinter uns. Das ist wichtig zu realisieren. Man muss jetzt alle Bemühungen beschleunigen, all das weiter nehmen, und wir brauchen noch sehr starke und disziplinierte Arbeit und die Einigkeit zwischen allen Kräften, um unsere Ziele zu erreichen. Man muss optimistisch sein, es gibt keine Alternative zu dem, und wir hoffen, dass wir unser Ziel erreichen. Das ist absolut erforderlich, wenn man ein starkes Europa haben will. Danke.
Vielen Dank, Herr Botschafter, auch für Ihren optimistischen Ausklang. Das war auch unser Wunsch der Tagungsveranstalter, dass hieraus eine optimistische Vision auch für Griechenland entsteht und herausgeposaunt wird. Ich möchte jetzt als Dritten Herrn Konsul Hölscher Obermeier bitten, der in Saloniki eine sehr aktive Rolle gespielt hat. Ich habe auch im Hinblick auf dieses Theaterstück, was heute vielseits erwähnt wurde, ich habe gehört, Herr Hölscher, dass Sie sich sehr zusammen mit den Organisatoren von der Neuköllner Oper auch dafür stark gemacht haben und Sie sich bemüht haben um seine Finanzierung in Saloniki. Aber das ist auch nicht zu erreichen. Das ist aber nicht das Einzige und das Letzte. Sie haben auch eine deutsch-griechische Versammlung, eine Tagung organisiert. Erzählen Sie uns, was Sie bis jetzt alles gemacht haben. Ja, vielen Dank zunächst auch von mir an die Veranstalter, an die Böll-Stiftung und die FU Berlin. Der Titel dieser letzten Sitzung ist ja, oder die Frage, was sind die Impulse für die deutsch-griechische Zusammenarbeit? Und da kann man als erstes natürlich diese Veranstaltung mit gutem Recht nennen, glaube ich. Botschafter Rallis, Ihre Schlussworte, wenn ich das auf Griechisch richtig zusammenfassen kann, Burume Ola Masi oder so ähnlich? Oli Masi. Bin dankbar, dass Sie schon das Partnerschaftsprogramm im großen Rahmen dargestellt haben, sodass ich mich auf das konzentrieren kann, was Frau Drosso auch angefragt hat, die Darstellung der deutsch-griechischen Versammlung. Ein Wort noch vielleicht zur Kulturzusammenarbeit, das ist jetzt ein bisschen kurz gekommen, war im vorherigen Panel ja auch angesprochen worden stark und da möchte ich doch ergänzen, dass wir nicht nur die Yasuaida unterstützen, sondern dass wir auch ein sehr starkes Goethe-Institut zum Beispiel haben, was eine partnerschaftliche Zusammenarbeit macht, also sowohl in Athen als auch in Thessaloniki, und wo es also nicht um Kulturexport geht, sondern um wirklich Zusammenarbeit in der aktuellen Situation. Und das Partnerschaftsprogramm, was Sie dargestellt haben, Herr Botschafter, da stelle ich viel Solidarität fest, auch von deutschen Ministerien und so weiter, wer da alles involviert ist. Das gilt auch für den Kulturbereich. Also immer wenn wir Sondermittel anfragen für Maßnahmen in der aktuellen Krise, dann bekommen wir das auch vom Auswärtigen Amt und das trifft auch für die Vorstellungen von der Yasuaida in Thessaloniki zu. Deutsch-griechische Versammlung. Ich will mich darauf konzentrieren, weil das so ein bisschen jetzt mein Baby war im letzten Jahr und weil es ein bisschen was anderes ist von den üblichen Formen der Zusammenarbeit und vor allem, weil es auch zu vielem passt, was in den letzten Tagen hier gestern und heute genannt wurde, gefordert wurde. Es wurde von solidarischem Vorgehen gesprochen, was nötig ist. Es wurde von Reform von Institutionen und Verwaltung gesprochen und es wurde Botaris zitiert, der gesagt haben soll oder gesagt hat, vielleicht Mentalität sei das Hauptproblem, um etwas zu ändern. Vielleicht kann man nur dann etwas ändern, wenn man einfach etwas Neues anfängt. Und das ist getan worden in Thessaloniki von vielen Beteiligten. Und das will ich gleich darstellen. Was ist die DGV? Was ist das eigentlich? Deutsch-Griechische Versammlung. Es gab einen ersten Vorläufer. Also die wir jetzt veranstaltet hatten, war die DGV 2. Die erste fand vor 2 Jahren in Athen statt. Beschränkte sich auf eine Zusammenarbeit der Partnerschaftsvereine, das heißt der zivilgesellschaftliche Bereich. Wir haben gesagt, wir müssen, wenn wir die zweite veranstalten, mehr bringen. Und da sind wir vor allem, haben wir das ergänzt um die Zusammenarbeit der Kommunen, Städte und Landkreise, also alles, was man unter Gebietskörperschaften versteht in Deutschland. Ihr Papier, Frau Cramon, habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen vor unserer Konzeption entstanden ist, aber es ist sozusagen völlig Hand in Hand. Warum sind wir darauf gekommen? Ich will mal 5 Argumente nennen, warum wir auf dieser Ebene speziell zusammenarbeiten wollten und weiterhin wollen. Das erste Argument ist vielleicht eher sozusagen ein quantitativer Hinweis als ein Argument. Städtepartnerschaften, das ist ja sozusagen ein Träger dieses Netzwerkes, haben wir ungefähr 30 zurzeit mit zwischen Deutschland und Griechenland und zwischen Deutschland und Frankreich mehrere tausend, ich glaube 2.000 oder 3.000. Das zweite Argument, Defizite in der Verwaltung gibt es natürlich auch oder gerade im kommunalen Bereich in Griechenland, wo man ansetzen kann. Es sind nicht nur alte Probleme, sondern auch neue, die seit 01.01.2010 dazugekommen sind, als die Kommunen bestimmte neue Zuständigkeiten übernommen haben im Rahmen der Kallikratis-Reform. Das war sozusagen ein Ansatzpunkt, wo man auch sagen konnte, da wollen wir unseren Erfahrungsaustausch anbieten.
Ein drittes Argument ist natürlich die Schwierigkeiten, die es manchmal gab in der Zusammenarbeit auf zentralstaatlicher Ebene, hängt zusammen mit der Instabilität der Regierung. Man kann natürlich jetzt in der Regierungs-, wie in der jetzigen Phase, wo Neuwahlen anstehen und so weiter, bestimmte Themen nicht so gut behandeln als zwischen Bürgermeistern, mit Bürgermeistern, die einfach jetzt fest im Sattel sind. Viertes Argument, diese Bürgermeister, das wurde auch schon mehrfach erwähnt in diesen Tagen, sind neue politische Kräfte. Botaris wurde erwähnt, aber es gibt auch andere. Herr Bastian und Herr Chrysongelos haben das relativ stark herausgearbeitet. Fünftes Argument, diese Bürgermeister und Regionalverwalter, also Peripheriarchen, wie sie sich jetzt nennen, sind näher dran an den Problemen, sind aber auch näher dran an den Chancen, die sich bieten. Sie kennen das Entwicklungspotenzial ihrer Regierung, ihrer Regionen, ihrer Kommunen und so weiter und bieten sich eigentlich an für eine Zusammenarbeit, wo man auch die Wirtschaft einbezieht. Wie haben wir das aufgezogen? Eigentlich mit relativ wenig Mitteln oder mit keinen speziellen Mitteln. Es war eigentlich ein gutes Beispiel, wie man auch mit wenig Mitteln etwas erreichen kann, ganz im Sinne des Botaris-Zitats. Die meiste Arbeit ist von Hospitanten gemacht worden, die wir am Konsulat beschäftigt haben. Die Website, die Sie hier finden, die demnächst als Neuauflage für die nächste Versammlung geben wird, wurde von einem jungen Mann gemacht, der das als Diplomarbeit an der Universität in Thessaloniki gefertigt hat, ein Absolvent der Deutschen Schule Thessaloniki. Aber es ist ein Prozess entstanden, wo immer mehr dann dazugekommen sind. Vereine, deutsch-griechische Vereine, wir haben davon in Thessaloniki auch ein relativ starkes Netz wegen der Migrationsbeziehungen und so weiter. Es kamen dann auch Bürgermeister dazu, die wir im Laufe der Besuche und Gespräche angesprochen haben. Und die Dynamik hat eben dazu geführt, dass wir dann letztlich im November 2010 eine Versammlung durchführen konnten mit ca. 250 Teilnehmern. Was ist da passiert konkret? Es war ein Erfahrungsaustausch in ganz, ganz praktischen Gebieten. Es gab Panels zu Abwasser, zu Abfallwirtschaft, zu erneuerbaren Energien, zu Kulturpolitik, wo sich also Experten von Vertreter von Kommunen, Bürgermeister aus beiden Ländern damit befasst haben, wo teilweise auch nachhaltige Initiativen entstanden sind oder am Entstehen sind, zum Beispiel im Jugendaustausch. Da wollen wir jetzt etwas auf die Beine stellen, dass auch der Jugendaustausch, Sie wissen, es gibt zum Beispiel mit Frankreich ein deutsch-französisches Jugendwerk und mit Polen gibt es auch so etwas Ähnliches. Mit Griechenland ist das bisher recht brach und das wollen wir also versuchen so zu organisieren, dass da auch was konkret passiert, auch vor dem Hintergrund der historischen Verantwortung, die wir in Griechenland haben, Zweiter Weltkrieg. Anderes Gebiet könnte sein Berufsbildung, Austausch, gegenseitige Beratung im Berufsbildungsbereich, vielleicht sogar Austausch von Lehrlingen und Austausch von Verwaltungspersonal ist ein anderes Beispiel. Die Konferenz, die deutsch-griechische Versammlung hat auch, wir haben auch versucht oder teilweise ist geschafft, Unternehmensvertreter, auch Vertreter zum Beispiel von Stadtwerken als Teilnehmer zu gewinnen. Und das war eigentlich ein ganz interessantes Experiment, denn diese Unternehmensvertreter, die haben auch ganz konkret sich angefangen zu interessieren für Griechenland. Es wurde dann über Joint Ventures gesprochen, gerade im Bereich erneuerbare Energien, Frau Kamon, zwischen Stadtwerken von Städten in Deutschland mit Städten in Griechenland, kann man auch in das Helios-Projekt einordnen. Und diese Kontakte wären sicherlich nicht zustande gekommen, wenn die nicht mit ihren Bürgermeistern gekommen wären. Also man kann sozusagen diese interkommunale Zusammenarbeit auch sehen als Wegbereiter, Wegebener für Wirtschaftskontakte. Insgesamt habe ich die Versammlung als Aufbruchsstimmung empfunden, Solidaritätsbezeugung. Ich meine, die ganzen Bürgermeister, die angereist sind aus Deutschland, die sind nicht im Rahmen eines Seminars finanziert worden, sondern die sind auf eigene Kosten und eigene Initiative gekommen. Und die Frage, die vorhin auftauchte, ob eine solche Form der Zusammenarbeit möglicherweise in Griechenland nicht erwünscht sei, die habe ich also nicht so empfunden. Es haben natürlich nicht alle mitgemacht. Wir haben alle Bürgermeister aus Griechenland eingeladen. Es waren vielleicht 20 oder 30, das kann man nicht so genau zählen, weil das so fluktuierte mit der Polis-Messe, die auch gleich auf dem gleichen Gelände stattfand, also der Messe für die Kommunalpolitiker. Es war also sozusagen eine offene Veranstaltung. So, was war das Ergebnis? All das hat also dem Bürgermeister von Botaris auch recht gut gefallen, der ja schon mehrfach hier lobend erwähnt wurde, hat dann sofort gesagt während der Versammlung, er möchte die nächste wieder hier haben, 2012. Bisher war das im Zweijahresrhythmus, jetzt sind wir sozusagen auf Einjahresrhythmus gekommen. Und dann war noch ein Vertreter aus Nürnberg da, der hat dann gleich für 2013 sich das Recht gesichert, Gastgeber zu sein. Es wurde
das Ganze auch institutionalisiert. Die Idee dieser Veranstaltung, die ja sozusagen nicht natürliche Aufgabe eines Generalkonsulats ist, war also eine katalytische Wirkung zu entfalten, um diese Zusammenarbeit der Bürgermeister sich selbst zu organisieren. Und das haben die auch gemacht. Die haben also einen bilateralen Ausschuss gegründet. Das können Sie, wenn Sie auf das Website gehen, da gibt es eine Abschlussresolution, da steht es drin. Da waren also auf jeder Seite 3 oder 4 Bürgermeister oder Peripherievertreter, Landräte dabei. Und die sind sozusagen das Zentrum für die Organisation der des weiteren DGV-Prozesses. Es ist aber, damit wäre sozusagen das Ziel erreicht gewesen, aber es gab dann eben noch ein Plus, nämlich die Frau Bundeskanzlerin hat sich dann schon 2 Wochen vor der DGV angefangen dafür, oder sie hatte sich schon längere Zeit dafür interessiert. Ich glaube, als zuletzt Herr Papandreou in Berlin war, das muss Ende August oder Ende August gewesen sein. Anfang September haben sie auch darüber gesprochen. Auf jeden Fall wurde 2 Wochen vor unserem Termin kam dann die Nachricht, es wird einen Beauftragten der Bundesregierung geben, oder nicht einen Beauftragten erstmal, sondern einen Vertreter der Bundesregierung. Das war dann Herr Piers, der parlamentarische Staatssekretär Fuchtel vom Arbeitsministerium, der auch uns da unterstützt hat, der noch einige Ressourcen, also einiges an Leuten mitgebracht hat, die zu bestimmten Themen beitragen konnten. Und dann auch nach der deutsch-griechischen Versammlung zum Beauftragten von der deutschen Seite natürlich, sozusagen, denn wir können ja nicht für die gesamte Versammlung die Beauftragung erteilen, sondern nur für die deutsche Seite, beziehungsweise von Seiten der Bundesregierung, muss man genau sagen, benannt wurde. Das hat so, das will ich jetzt kurz doch noch erwähnen, weil wenn ich rumreise in Griechenland mit Bürgermeistern rede, dann fragen die mich als erstes, wo ist denn die Adresse von Herrn Fuchtel in Thessaloniki? Die gibt es also nicht. Wir haben einen Generalkonsul in Thessaloniki nach wie vor und einen Botschafter in Athen und einen Herrn Fuchtel in Berlin. Und das ist auch so ein typisches Beispiel, so Reflexe, die ausgelöst werden, wenn also, Sie haben das vorhin, glaube ich, gesagt, Frau Drosso, die Deutschen kommen wieder. Also das ist sozusagen dieses Gefühl, und da muss man vorsichtig sein, Fingerspitzengefühl haben. Wenn man so eine Zusammenarbeit aufbaut, dann muss die eben von unten kommen. Und man darf nicht das Gefühl erwecken, das wird schnell missverstanden. Also das ist dann das Gefühl entstanden, es hieß dann sogar in den Zeitungen, es würde jetzt schickt die Frau Merkel einen Minister, also ein Minister von Frau Merkel würde sich in Thessaloniki niederlassen. Das war also sozusagen die Hauptnachricht. Herr Fuchtel sehe ich in der Rolle, vor allem auch auf deutscher Seite, wir haben das auch schon öfters besprochen, auf deutscher Seite die Kontakte sicherzustellen, also die Anliegen der Akteure, der Aktivisten von der deutsch-griechischen Versammlung gegenüber der Bundesregierung oder auch sonstige Weise Ressourcen zu mobilisieren und diesen Prozess zu unterstützen von Deutschland aus. Selbst das mag jetzt paradox erscheinen, wenn man es genau nimmt, denn das Ziel dieser ganzen Versammlung war ja gerade eine unterhalb der Ebene der Regierungen eine Zusammenarbeit zu schaffen, also zwischen kommunalen Einheiten und zwischen Zivilgesellschaften. Und jetzt kommt da plötzlich die Frau Bundeskanzlerin und ernennt da doch wieder einen von der Bundesregierung. Aber das, was ich gerade gesagt habe, glaube ich, erläutert das, dass er eben als Kommunikationskanal zur Bundesregierung zur Verfügung steht. Also, wie geht's weiter? Die DGV 3, ich habe, glaube ich, Mitte November soll die dritte stattfinden in Thessaloniki. Boutaris wird sozusagen natürlich im Zentrum stehen als Gastgeber. Der Ausschuss spielt eine wichtige Koordinierungsrolle, den ich erwähnt habe. Und da wurde auch als ein Ergebnis der DGV 2 Mittel zur Verfügung gestellt. Also in der Erklärung von dem Aufruf von Thessaloniki, wie es heißt, haben die Teilnehmer gebeten, dass die Bundesregierung gebeten, Mittel zur Verfügung zu stellen, ein Koordinierungsbüro einzurichten. Das ist uns letzte Woche gelungen. Und wir haben Christos Lazaridis, der sich vielleicht mal kurz erheben will im Publikum, auch ansprechbar ist für alle, die mitmachen wollen, für die nächste DGV 3 zur Verfügung steht, vor allem als Ansprechpartner auf der griechischen Seite. Auf der deutschen Seite haben wir ja die Kooperationsstelle von Herrn Fuchtel, der auch schon 2 Mitarbeiter dazu benannt hat. Wir werden morgen Abend uns alle zusammensetzen im BMAS und die weiteren Strategien mit Herrn Fuchtel besprechen. Ich stelle mir das ein bisschen anders vor für die nächste deutsch-griechische Versammlung oder ein bisschen, man kann ja nicht die gleiche Sache wieder machen. Also es war ja eine Veranstaltung, wo viele Themen in 1,5 Tagen durchgesprochen wurden. Meine Vision ist, dass wir im Laufe des Jahres mehrere Vorkonferenzen haben. Wir haben auch schon 3 oder 4 Anmeldungen von griechischen Bürgermeistern, von Aktivisten zu bestimmten Themen, zum Beispiel aus dem Tourismusbereich oder erneuerbare Energien. Da sind wir schon im Gespräch mit Westmakedonien, wo das Energiezentrum ist.
dass man also von Seiten griechischer Bürgermeister und Peripheriarchen solche Konferenzen anberaumt, unterstützt durch unser TGV-Büro, Herrn Lazaridis, und wo man dann den Herrn Fuchtel gut mobilisieren kann mit seiner Kooperationsstelle, dafür Partner in Deutschland zu finden, auch Investitionspartner eben, dass es dann ein-, zweitägige Veranstaltungen sind, die sich auch lohnen für die Fachleute, und dass das Ganze dann am Ende bei der DGV 3 sozusagen zusammenläuft, dass wir dann nicht mehr das vielleicht über einzelne Fachthemen sprechen müssen, sondern das zusammenfassen. Andere Maßnahmen, die uns noch vorschweben, dauerhafte Mechanismen im Jugendaustausch habe ich schon angesprochen. Da wird auch die Website eine wichtige Rolle spielen. Wir wollen eine Expertendatenbank aufbauen im Rahmen dieser Website. Es gibt für viele Fragen ja auch in Griechenland Leute aus deutsch-griechischen Kontexten. Also mir passiert es öfters, wenn ich rumfahre, dann fragt mich der Bürgermeister, kannst du mir nicht helfen, wie ich einen Wandertourismus auf der Insel so und so aufbauen kann? Und dann sage ich ihm, guck doch mal nach Skiathos, da gibt es zum Beispiel einen Deutschen, der das genau gemacht hat. Also man kann sozusagen auf diese Weise auch schon viele Kontakte herstellen, und das soll in Form einer Datenbank, weil es irgendwann unübersichtlich wird, passieren im Internet. Was wir natürlich auch wollen, ist die Verzahnung mit der Taskforce, dass wir da eben uns sinnvoll ergänzen. Fazit, ich glaube, es ist ein solidarischer, praxisorientierter Ansatz von unten entstanden. Es ist kein Plan, es ist ein Rahmen, ein Angebot, wer mitmacht oder wo man mitmachen will, da kann man mitmachen. Offen für alle, machen Sie mit, und Frau Kramon, auch die Grünen. Ganz kurz, bevor wir gleich ins Publikum gehen, ich kann da anknüpfen. Ich habe morgen um 11 Uhr mit Herrn Fuchtel einen Termin genau zu den Themen, und ich denke, wir Grünen wären die Letzten, die uns ausklinken. Im Gegenteil, wir haben das ja von Anfang an forciert, und wir haben ja auch genau das eingefordert, wenn auch spät. Endlich hat die Bundesregierung reagiert. Da sind wir natürlich ganz, ganz froh. Und ich glaube, ein Punkt, der mir noch wichtig ist und der auch in Bezug auf Griechenland und den nötigen Umstrukturierungsprozess extrem wichtig ist, ist, dass es auch eine wissensbasierte Ökonomie werden muss. Das heißt, wir müssen auch investieren, nicht nur in die, Sie sagen, Verwaltungsakademie, natürlich die DIHK, also die Handelskammern sind gefragt, aber wir müssen auch diese Hochschulen deutlich verbessern, wir müssen Hierarchien abbauen, wir brauchen grundsätzlich wirklich auch mehr Elite-Hochschulen in Griechenland. Wenn man sich jetzt anschaut, wo gehen die guten Griechinnen und Griechen hin zum Studieren, wo machen sie ihren Master am Ende, das machen sie dann doch nicht in Griechenland. Und auch da müssen wir schauen, ob wir stärkere Kooperationen mit US-amerikanischen Hochschulen, mit britischen Hochschulen, mit französischen Hochschulen hinbekommen. Das ist keine Initiative, die von Deutschland ausgehen kann, aber es ist in jedem Fall was, was wir im Hinterkopf behalten müssen für die europäische Ebene, wo wir, wenn wir die jungen Leute halten wollen, auf jeden Fall dran arbeiten müssen. Ein Punkt, den ich unbedingt noch machen wollte, was mich wirklich extrem ärgert, wenn ich die Zeitung aufschlage und sehe, dass das Einzige, was trotz der Krise erhöht wird, obwohl alles andere drastisch runtergefahren wird, ist der Militärhaushalt. Und das ist ein Punkt, den kriegen wir in Griechenland nicht geknackt. Bei jedem Gespräch, das ich mit griechischen Politikern und Politikerinnen geführt habe, es ist wie ein Teflon. Es ist unfassbar, ja, dass das Volk bluten muss, aber es ist nicht möglich, diesen Militärhaushalt zu senken. Und auch bei Gesprächen, die Sie vielleicht führen, vielleicht haben Sie einen anderen Zugang. Ich weiß, dass der Botschafter wahrscheinlich schon mit den Fingernägeln kratzt, um jetzt eine Erläuterung zu bringen. Aber ich finde es faszinierend, dass man alles senkt, aber 18-prozentigen Militärhaushalt steigern kann. Also das ist für uns jedenfalls als Grüne einfach unfassbar. Wo ich denke, wenn ich das sagen darf, da hätten die deutschen Parlamentarier auch da ein Wort und Initiativen ergreifen müssen. Herr Botschafter, was wollen Sie dazu sagen? Danke. Ich möchte mich auf einige Punkte beziehen. Zuerst, was Solidarität betrifft, was erwähnt war. Solidarität ist ein fundamentales Element der europäischen Zusammenarbeit. Solidarität bedeutet nicht Geld, einfach. Solidarität ist ein Grundprinzip der europäischen Zusammenarbeit, der europäischen Familie, und man sieht das überall. Auf allen Ebenen, auf allen Zusammenarbeiten. Und eine engere Zusammenarbeit ist ein Zeichen von Solidarität. Im Wirtschaftsbereich, im Regierungsbereich, überall.
Ich wollte auch mich erinnern, dass auch während der Nachkriegszeiten sehr viele Leute aus ganzem Europa kamen hier in Deutschland. Das war auch ein Zeichen von Solidarität, die Wirtschaft des zerstreuten Deutschlands wieder aufbauen zu helfen. Das war ein Zeichen. Und jetzt diese ganze Zusammenarbeit, die entsteht, ist ein Zeichen von Solidarität. Also man muss all das positiv sehen und nicht kritisieren, als ob etwas sich nicht lohnt. Es wird immer geben in Europa, in der Welt, Leute, Staaten, die eine Art von Hilfe oder Zeichen von Solidarität brauchen. Sonst alles wird ideal. Wir leben in keiner idealen Welt. Und das ist ein Zeichen, weil das ist unsere gemeinsame Stärke. Ich erinnere mich, der Generalkonsul hat erwähnt, die Oper Yasuaida. Das war wirklich ein sehr interessantes, Stück. Ich habe es gesehen. Und ich habe bemerkt, wie einige Leute wirklich schockiert waren, als sie das sahen. Ich habe das sehr interessant gefunden. Und auch Staatssekretärin Pieper hat mir gesagt, dass sie es unterstützt und so auch. Und ich empfehle Freunden, das zu sehen. Weil es kann sein, dass es übertrieben ist. Ohne Zweifel. Aber so sind die Künstler. So ist die Kunst. Aber dieses Stück zeigt sehr deutlich, was für Gefahren vor uns liegen und was für Herausforderungen wir vor uns haben. Also ich wollte sagen, dass das ist etwas, was wir viel überlegen müssen. Man hat auch, und ich wollte es nicht beiseite lassen, man hat erwähnt das Wort, die Deutschen kommen wieder. Was bedeutet wieder? Auf welche Zeit es bezieht. Es hat positive und negative auch Zeiten in den Kontakten, aber es hat auch sehr, sehr viele positive Zeiten von Zusammenarbeit. Also all das wird von dem Resultat gesehen am Ende dieser Zeit, wie diese Zusammenarbeit beweisen wird und besonders wie sie auf Augenhöhe sein wird. All das wird ein sehr wichtiges Zeichen von wirkliche Solidarität und Zusammenarbeit. Was die Zusammenarbeit auf Bürgermeisterebene betrifft. Sie ist sehr wichtig, sie kann sehr, sehr positiv beweisen. Man muss immer denken, dass zwei Systeme Bürgermeisterebene sind nicht immer ähnlich. Es gibt andere Kompetenzen, andere Bereiche von Zuständigkeit und man muss wirklich viel überlegen, wie man das fördert, damit es erfolgreich wird. Was die wirtschaftliche Zusammenarbeit betrifft, Investitionen zum Beispiel, die sind ein sehr wichtiger Teil. Die BDI und der griechische Verein besprochen haben. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Bereich und es gibt sehr viele interessante Möglichkeiten. Es gibt sehr viele interessante Möglichkeiten für Investitionen. Und in Griechenland gibt es sehr, sehr starke und fähige Wissenschaftler und Arbeitskräfte. Ein Beweis dafür ist, dass hier in Deutschland
eine große Anzahl von Wissenschaftlern tätig sind, wenn man etwas rumherum sieht. Man trifft immer mehr und mehr Griechen, die hier tätig sind. Wären sie nicht fähig, sie hätten hier es nicht geschafft. Danke. Vielen Dank. Ich wollte noch mal dem Publikum fragen, ob das von innen aus noch Fragen oder kurze Statements gibt. Ich habe da hinten den Kostas gesehen. Und da noch mal, kann jemand bitte das Mikro? Stellen Sie sich bitte vor kurz und stellen Sie Ihre Frage konkret. Mein Name ist Dimakopoulos. Ich habe eine Frage an Frau Kramon. Es gibt eine ganz einfache Methode, wie Sie dazu beitragen könnten, den griechischen Militärhaushalt zu kürzen. Kostet auch nicht viel. Sie als Grünen erklären zum Beispiel, dass die UNO-Seerechtskonvention auch in der Ägäis gilt. Diese Konvention haben über 150 Staaten inzwischen unterschrieben, von den 200 Staaten, die es insgesamt gibt. Und sie sagen, die Konvention und alles, was dazu gehört, das heißt auch die automatische, zwingende Gerichtsbarkeit, wenn es Konflikte zwischen den Nachbarn gibt, die gilt auch in der Ägäis, egal ob die Türkei mit unterschreibt, egal ob die Türkei diese Konvention akzeptiert oder nicht. Bekanntlich gehört die Türkei zu den wenigen Staaten, die partout nicht unterschreiben wollen. Und wenn Sie das erweitern wollten und sagen, für uns ist das internationale Recht, nicht nur die internationale Seerechtskonvention, auch in Bezug zum Beispiel auf Zypern und so weiter. Nicht dieses Thema nicht aufmachen. Okay, nicht bitte nein, dieses Thema, das haben wir heute Punkt. Weggelassen. Bitte. Das, für uns ist das internationale Recht nicht gut. Hintergehbar. Der Punkt ist gemacht. Danke. Nicht unterschreitbar. Also wenn Sie das sagen wollten, als Grün, Sie würden uns sehr viel helfen, den Militärhaushalt zu kürzen. Dankeschön. Dankeschön. Da hinten, ich möchte gerne drum bitten, weil ich wahrscheinlich der Älteste von euch bin und wahrscheinlich der älteste Berliner. Berliner Grieche vielleicht, aber Berliner, nicht Berliner Grieche. Erstmal ein Missverständnis, denn es ist ein Generationsproblem. Ich habe den Krieg erlebt und ich habe die Komödie auch gesehen, die hieß Die Deutschen kommen wieder. Dieser Titel ist nicht belastend und die Griechen, wenn sie das hören, denken sie an diese Komödie. Das erstmal im Voraus. Und was ich jetzt sagen möchte oder werde, bitte betrachten Sie unter folgender Tatsache. Im Oktober war ich 55 Jahre Berliner und am 20. November habe ich ein Konzert gemacht in der Philharmonie und die haben mich vor Deutschland und besonders vor den Berliner verbeugt und die haben mich bedankt dafür. So betrachtet bitte alle meine eventuell kritischen Worte unter diesem Aspekt. Es ist keine schwere Kritik, aber ich muss etwas sagen. Erstmal 2008, der ehemalige deutsche Kanzler Schmidt hat eine große Seite im Tagesspiegel geschrieben, unterschrieben von 24 großen Persönlichkeiten Europas, ehemalige Präsidenten, Ministerpräsidenten, Wirtschaftsleute, mit dem Titel ungefähr, gebt den internationalen Finanzmärkten einen Halt.
Er warnte davor, dass die Krise kommt. Damals hat er nichts über Griechenland gesagt. Er hat eine andere Krise gesehen. 2010 stand ein, da ist der türkische Präsident nach Griechenland gegangen, hat den Papandreou getroffen und im Tagesspiegel stand folgender Artikel. Was machen wir, wenn die Griechen und die Deutschen und die Türken sich einigen, dann haben wir so und so viele Hunderte oder so und so viele Tausende Arbeitslose. Im selben Jahre ein Mann, der heute ein enger Berater von Frau Merkel ist, als Euro konstruiert wurde, war Architekt des Euro und in der Zentralbank, in der Europäischen Zentralbank Mitarbeiter. Heute ist er bei der Frau Merkel. Er schreibt, ich sage den Namen lieber nicht, er schreibt auch im Tagesspiegel, also ich bekomme den Tagesspiegel nämlich täglich, sagte, die Franzosen und die Deutschen sollen den Mund mal halten in dieser Stabilitäts-, in der Frage der Stabilitätssache, wo die Griechen damals 13% und 14%, sie sind die Ersten, die das praktisch mit Physik getreten haben, weil sie die 3% nicht hatten. Ich habe darum gebeten, also wenn das Publikum sagt nein, ich höre auf. Nein, Costa, ich kenne deine epischen Erzählungen. Bloß bitte, nimm Rücksicht auf das Publikum, das den ganzen Tag hier ausgeharrt hat. Wir sind müde und Herr Botschafter möchte gleich und um 8 den Raum verlassen, weil ein anderer. Ich bitte dich. Dann sage ich hier. Bitte, die macht das, ist, ja, es ist sehr diplomatisch, diese Diskussionen. Bitte hört mal ein aber bisschen was anderes. Es gibt also, wollte wissen, dass die Griechen, dass die Beziehungen Griechenlands und Deutschland ambivalent sind. Ich bin in einer Minute fertig. Dann eine Minute. Bitte. Wir haben jetzt Zeit verloren. Also, wir müssen mehr arbeiten. Es geht nicht nur hier in Deutschland. Wir haben nicht nur die wirtschaftlichen Probleme zu beendigen, sondern auch diese seit vielen Jahrzehnten ambivalente Beziehungen zwischen Deutschland und Griechenland. Und es war ja diese Kritik, die wir jetzt bekommen, die haben wir 2004 bekommen von der deutschen Presse. Die deutsche Presse wollte, dass die Olympiade nach Australien ausgefahren wird. Wir schaffen das niemals, die Griechen schaffen das niemals. Ich war mit dem damaligen griechischen Botschafter vom Radio eingeladen. Er hat natürlich diplomatisch gesprochen, ich nicht. Und wir Costa, haben hier... bitte. Dankeschön. Ich bitte, ich danke dir. Ich danke dir. Ich bedanke mich, und deine Message davor. Haben wir verstanden. Das ist auch typisch griechisch, das da. Danke dir. Ich danke dir. Besser wissen. So. Es ist noch eine Frage und dann machen wir Schluss. Ich würde gerne keine Frage mehr nehmen. Es sei denn, jemand muss ganz dringend und ganz kurz. Das ist. Ja, das ist aber das Problem des einen, der die Zeit der anderen genommen hat. Wer unbedingt noch was loswerden will, bitte nehmen Sie das Wort. Okay, möchten Sie noch was sagen? Das ist heute noch möglich, ja. Es wurde mehrfach der Bürgermeister von Saloniki, von meiner Heimatstadt, erwähnt und zwar lobend. Aber diese Reise, die er hier nach Berlin gemacht hat, die ist anscheinend nicht so gut bekommen. Und vielleicht wissen das die meisten nicht. Die Familie Butaris ist seit Jahrzehnten eine Winzerfamilie mit eigenen Weinkellerei. Vorige Woche in einem seiner, das ist ja wichtig, Entschuldigung, in einem seiner Weinberge haben Unbekannte Tausende von Weinstöcken mit einer Kettensäge und mit Beilen total zerstört. Tausende von Weinstöcken. Und da kann mir einer nicht sagen, dass das irgendwie nicht mit der Deutschlandreise zusammenhängt. Diese Weinstöcke, sie sind im Familienbesitz seit mindestens 100 Jahren, Generationen von Generationen. Und ausgerechnet vorige Woche ist das passiert. Der Herr Generalkonsul weiß das wahrscheinlich, weil es in Saloniki zur Sprache kam. Nicht?
Haben Sie nicht davon gehört? Gut, in Amindeon, das ist in den, sagen, in das wissen, ist das, in Westmazedonien, in Amindeon, dieses diese Weinberg, und da wurden Tausende von Weinstöcken total zerstört. Gut. Mit der Kettensäge. Okay. Und Sie meinen, das hat mit einer Deutschlandreise hängt das zusammen? Gut, vielleicht kann Herr Hölscher uns daraufhin welche kriminalistischen Informationen noch weitergeben. So, gibt es noch jemanden, der unbedingt noch, und Sie sind der Letzte. Nehmen Sie bitte das Ding. Stichwortartig möchte ich doch zwei Dinge sagen. Mein Name ist Beis Kamnarokos. Ich habe jahrelang als Korrespondent griechischer Medien und auch als Journalist bei ARD-Anstalten gearbeitet. Das eine ist das, was auch Danny Cohn-Bendit gestern hier zur Sprache gebracht hat und auch jetzt die Frau Kanon, das nämlich mit dem griechischen Militärhaushalt. Ich kann mich voll identifizieren damit. Ich gebe nur zu bedenken, und Sie sind Politiker selbst. Solange das griechische Volk das Gefühl hat, es wird bedroht, werden griechische Politiker keine Chance haben, irgendetwas daran zu ändern. Also wenn Sie das Wort von Europa, von Solidarität und so weiter wirklich ernst nehmen, dann müssten man Europäer in diese Richtung tätig werden, dass eben diese Bedrohungssituation zurückgefahren wird. Adressat ist bekannt. Das Zweite. Ich begrüße ausdrücklich die Bemühungen, die Herr Konsul Hölscher hier präsentiert hat. Die sind mir auch bekannt. Ich habe eine Erfahrung gemacht am 14. Dezember, die möchte ich hier weitergeben. Ich war auf einem Treffen des Netzwerkes der Bürgermeister der Städte in Griechenland, in denen Massaker stattgefunden haben im Zweiten Weltkrieg. Ich bitte, das richtig zu verstehen. Es hat mir wirklich wehgetan, als einer dort aufgestanden ist und sogar versucht hat, selbst diese Initiative zu vergiften, indem er gesagt hat, man müsse aufpassen, wenn die Deutschen jetzt noch mit solchen Angeboten ankommen. Ich schließe damit, dass ich sage, es wäre ein Appell, und der Botschafter Schulteis kennt mich auch aus langer Zeit. Dieser Stachel in diesen deutsch-griechischen Beziehungen, der heißt Entschädigungen, Kriegsanleihe und so weiter. Dieser Stachel muss in Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten eben gezogen werden. Das ist wirklich unbedingt erforderlich. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Sie haben nämlich auch einen wunden Punkt angesprochen. Ich bitte jetzt, die drei Panelisten dazu zu den Fragen oder zu den Stellungnahmen Stellung zu nehmen, und dann sind wir entlassen. Ja, fange mit dem letzten Hinweis an. Also zum einen haben Sie natürlich absolut recht. Ich glaube, viele auch in unserer Generation haben unterschätzt, und das habe ich vor kurzem auch im BBC-Interview gesagt, welche Wunden es in Griechenland gibt, welche Verletzungen es gibt und wie stark wir auch in der Verantwortung sind, diese Aufarbeitung erstmal zu leisten. Das wird demnächst passieren. Der Unterausschuss Auswärtige Kulturpolitik war ja unlängst in Griechenland. Peter Gauweiler, Claudia Roth und andere. Und die sind da jetzt dran. Die wollen genau das leisten. Also erstmal überhaupt aufzuarbeiten, was passiert ist, welche Schuld die Deutschen damals auf sich geladen haben, wie man das natürlich erstmal kulturell noch aufarbeiten kann. Aber ich weiß nicht, wie das mit finanziellen Entschädigungen ist. Da wäre ich jetzt erstmal natürlich aus meiner Situation als Oppositionspolitikerin etwas vorsichtig, was man da auch anbieten kann. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Und ich glaube, das müssen wir auch erkennen, dass wir da in der Vergangenheit zu wenig gemacht haben. Und ich denke, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um da ein bisschen nachzuarbeiten. Das Zweite, was Sie gesagt haben, die reale Bedrohung durch mögliche Nachbarn, die beide NATO-Partner sind. Ist es wirklich eine richtige Bedrohung? Sie haben die Seerechtskonvention angesprochen. Das ist so, das wissen wir auch. Aber es sind natürlich auch Panzer, die gekauft werden. Ja, es sind ja auch, also Sie haben ja im Vergleich
Ich glaube, ein Militär, was, ich glaube, angesichts der Einwohnerzahl 18-mal so groß ist wie die Bundeswehr. Nun, das ist keine Kunst, denn wir verkleinern ja gerade drastisch, aber auch dennoch, auch die Ausgangssituation ist noch so, dass es überdimensioniert ist und auch gar nicht mehr angepasst ist, sollte es wirklich zu einem realen Krieg kommen. Also man muss da wirklich gucken, wenn man sich bedroht fühlt, ich gebe Ihnen vollkommen recht, dann muss es ein klares Bekenntnis der EU, aber es gibt natürlich die NATO, aber es könnte ein klareres Bekenntnis durch die EU geben, ja, aber wird nicht auch teilweise etwas suggeriert? Also ich wollte bei meinem letzten Besuch eine Möglichkeit, ich hatte das 8 Wochen vorher angemeldet, eine Möglichkeit bekommen, um einmal mit jemandem im Verteidigungsministerium zu sprechen. Denn ich weiß, es gibt sowohl Berater aus den USA, die natürlich versuchen, im Zuge des Rüstungsabbaus in den USA dort Geschäfte zu machen, als eben auch aus Deutschland, als auch aus Großbritannien, als auch aus Frankreich. Es ist mir nicht möglich gewesen, einen einzigen Termin mit irgendeinem in einem griechischen Verteidigungsministerium zu bekommen. So. Also das heißt, ich sehe uns in der Pflicht und in der Schuld, da weniger Druck auszuüben, unsere nicht mehr hier abzusetzenden Panzer dann auch bitte nicht mehr in Griechenland abzusetzen. Ja, das ist absolut, da sind Sie bei mir an der richtigen Adresse, das versuchen wir auch. Und ich finde es extrem unredlich, wenn der deutsche Außenminister 2010 im Februar nach Griechenland fährt und erstmal daran erinnert, dass die Vertragserfüllung für die letzten Exporte noch nicht geleistet sind. Das passt. Das hat er nicht getan, Sie waren dabei, dann können wir das ja gleich nochmal bilateral klären, dann haben alle Korrespondenten offensichtlich da eine falsche Info erhalten. Gut. Was das Großereignis Olympische Spiele angeht, ich bin ja nun auch sportpolitische Sprecherin und ich habe viele Orte erlebt, an denen Olympische Spiele ausgetragen wurden. Ich habe noch keinen einzigen Ort erlebt, egal wann und wo sie ausgerichtet wurden, wo es einen positiven wirtschaftlichen Effekt auf die Regionen, auf die Stadt hatte. Das heißt, unter den aktuellen Rahmenbedingungen des Internationalen Olympischen Komitees ist es weder für Athen noch für irgendein anderes Land möglich, einen positiven Effekt zu erzielen. Gerade natürlich in Ländern wie Griechenland oder auch in anderen Ländern, die jetzt demnächst anstehen, ist die Gefahr der Korruption und der größeren Staatsverschuldung eine reale Gefahr. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es sozusagen nicht im Sinne der Griechen gewesen wäre, wenn die Olympischen Spiele am Ende in Australien stattgefunden hätten. Dann hätten sie vielleicht ein Problem weniger. Denn was ich häufig gehört habe im Zuge dieser Verschuldungskrise, dass natürlich viele der Verschuldungen noch auf die Infrastruktur von 2004 zurückzuführen sind. Daher wäre ich an der Stelle eigentlich ziemlich entspannt, wenn man hört, dass die Deutschen sich seinerzeit für Olympische Spiele in Australien eingesetzt haben. Ich war nicht dabei, ich kann das nicht beurteilen, ich weiß nicht, wie die Stimmenverteilung damals war. Gut, alles andere, glaube ich, können hier die anderen Panelisten noch beantworten. Dankeschön. Teilen Sie die Ansicht von Frau Kramon, dass mit den Olympischen Spielen? Es ist sehr, sehr schwierig, jetzt nach so vielen Jahren sich zu äußern. Wir haben jetzt wir befinden uns vor eine schwierige wirtschaftliche Situation. Es ist das, damit die Situation, wo wir uns beschäftigen müssen. Was die Ausrüstungen betrifft, das ist eine sehr komplizierte Frage. Jeder weiß die Parameter, ich brauche sie nicht zu erwähnen. Wir hoffen, dass wir eines Tages zu einem Punkt kommen, wo wir das nicht brauchen werden. Aber zurzeit ist es etwas, was nicht leicht gesagt werden kann. Danke. Ja, zu den Weinstöcken, das würde mir natürlich besonders leid tun, wenn da tatsächlich ein Zusammenhang bestünde. Umso mehr würde es mir leid tun, als Herr Boutaris eine ganz klare Trennung zieht zwischen seinem geschäftlichen Interessen und seiner Tätigkeit als Bürgermeister. Aber
bitte, ich appelliere an Sie alle, wenn das tatsächlich ein Zusammenhang besteht, interpretieren Sie das nicht als eine allgemeine Stimmung, sondern es ist das Machwerk sicherlich von Einzelnen. Und ich glaube, Herr Potaris wäre auch der Letzte, der sich doch so etwas jetzt von einer Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Willen zur Zusammenarbeit abbringen lassen würde. Das andere, Entschädigungsfragen, Märtyrer, Dörfer, also zu den Entschädigungsklagen, glaube ich, muss ich mich jetzt nicht im Einzelnen äußern. Das geht so ein bisschen über meinen Horizont. Da stehen grundsätzliche juristische Überlegungen, Präzedenzfälle und so weiter, die man nicht schaffen will. Politische, okay, wie auch immer. Aber jetzt zur konkreten Zusammenarbeit mit den Opferdörfern. Wir hatten ja die deutsch-griechische Versammlung und da hatten wir ein Panel, es war in Panels organisiert, da gab es eins zur Jugendzusammenarbeit und das war im Prinzip im Wesentlichen organisiert vor dem Hintergrund der historischen Verantwortung, dass man darauf aufbaut, einen Jugendaustausch, um eben die Jugend vor allem, denn die sollen das ja mitkriegen, was da damals passiert ist. Es ist ja auch sehr wenig bekannt in Griechenland, ich habe das selber erlebt. Es waren bei diesem Panel vertreten der Vorsitzende des Märtyrerdörferverbandes, Jagerianis, der Bürgermeister, Ex-Bürgermeister von Hotiatis. Und es war dabei Herr Daskalakis, weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig zusammenbringe, das ist der Vertreter des Jugendnetzwerkes genau dieses selben Verbandes, der kommt aus Kreta, glaube ich. Und da haben wir also über konkrete diese Schritte diskutiert. Es war sogar das Panel sozusagen, die Panelbesetzung hat auch einen Abstecher gemacht und Hotiatis hat dann ganz niedergelegt und sich vor Ort informiert. Ich glaube auch in diesem Fall, dass da die Weichen eher gestellt sind auf Zusammenarbeit. Und gut, man muss halt auch die noch nicht überzeugt sind, davon überzeugen. Und ich glaube, wir sind da auf gutem Weg. Wow. So, der Applaus gilt sowohl dem Panel, Herr Botschafter, vielen Dank, Viola und Herr Hölscher, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Teilnahme. Wir sind am Ende, das Schlusswort wird kurz sein. Ich danke Ihnen allen für diese wunderbare Tagung. Ich hoffe, Sie haben vieles mitgenommen. Ich hoffe, wir haben unser Ziel, Miltos und der Fu und wir, glaube ich, haben wir zu guten Stücken auch erfüllt. Das Thema, die Zusammenarbeit und den Austausch hier vor Ort auch voranzubringen. Ich hoffe, das wird dem auch andere Sachen folgen. Ich danke Ihnen erstmal als Publikum, dass Sie das so lebendig auch mitgestaltet habt. Ich danke unseren Referentinnen, die auch den weiten Weg aus Griechenland gemacht haben und von denen ich den Eindruck habe, sie haben sehr wertvolle Beiträge eingebracht. Die wir, jetzt kommen wir zum Praktischen, die wir sehr von vielen noch nachgefragt werden. Viele wollen, der Teilnehmer wollen die Texte, ihre Beiträge auch nachlesen können. Und deshalb, aus dieser Stelle bitte ich Sie auch, alle Referenten, uns ihre Texte zu schicken und wir werden sie dann ins Netz stellen, so dass sie auch längerfristig und nachhaltiger nachgelesen werden. So, das ist ein Versprechen, das hängt aber, wie gesagt, von den Menschen ab, ob die das auch realisieren werden. Ich denke, ein großer Teil wird das auch machen. So, wir sind am Ende und bevor wir zu Ende gehen, möchte ich ein ganz tolles Dankeschön und an unsere beiden Dolmetscherinnen, die Heldinnen der beiden Tage. Die bis zum Letzten noch an ihrem Kabuff da sitzen und übersetzen. Vielen, vielen Dank für Ihre Leistung. Und ja, das war's. Vielen Dank. Und kommen Sie gut nach Hause. Galinichta!